Der Sean ist im Chat und schreibt: Hallo, hi Sean. Was geschieht hier? Spuren von Mongolen. Was haben Sie diesen da schon? Sean schreibt: Wie geht's euch? Sehr gut, und dir? Völlig wehrlos. Sie biss sich ihre Zunge ab, verblutete. Was wurde ihnen angetan? Diese Farbe. Ich erkenne den Stamm nicht. Sieht wie ein Altar aus. Für irgendeine Mongolenzeremonie. Samurai! Der Adler ruft nach euch! Saran Bordanjara! Er singt. Er füllt sie mit Blutdurst. Der Gesang des Schamanen treibt sie an. Ah!
Ihren Blutdurst an. Bastarde, ihr werdet niemanden mehr quälen. Wer sind diese Eindringlinge? Was habt ihr diesen Menschen angetan? Sie haben den Ruf des Adlers vernommen. Der Adler? Führt er euch an? Sie wird den Adlerstamm an eure Küsten führen. Mit der ganzen Insel Iki hinter sich vereint. Sie sind von Iki gekommen. Vater. Jin. Hilfe. Möge euer Tod allen anderen dienen. Ich kam so schnell ich konnte. Diese Menschen. Sie bekommen Hilfe. Aber ich weiß nicht, ob sie sich erholen. Was ist ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Ich kenne solche Mongolen nicht. Sie folgen jemandem namens Adler. Und sie planen einen Angriff auf Tsushima. Diese Menschen wurden wahnsinnig. Wenn der Adler das der ganzen Insel antut. Wird sie nicht. Wie willst du sie finden? Einer ihrer Leute erwähnte die Insel Iki. Da gibt es nur Räuber und Verbrecher. Sie hassen die Samurai. Ich weiß. Mein Vater führte einen Feldzug zur Befriedung und... er starb auf dieser Insel. Die Samurai zogen sich danach zurück. Jetzt ist etwas Monströses auf Iki eingefallen. Ich muss dorthin. Ja, schon. Das mit den Samurai, das wusste ich auch, ja. Kenne ich. Dein Boot ist bereit.
Auf geht's. Ja, ich finde, soweit sieht er auch nice aus, ja. Aber da, ich weiß ja nicht, was noch so für Kleidungsstücke kommen, da kommen schon noch bessere Sachen. Aber soweit sieht er schon mal ganz nice aus, ja. Zum Beispiel gibt es in dem Game scheinbar auch eine Rüstung, wofür man aber erstmal 6 Schlüssel braucht. 5 habe ich schon. Wird wohl auch so eine spezielle Rüstung sein, bin mal gespannt. Yeah.
hier! Halt, Ronin! Was wollt ihr hier? Ich bin kein Ronin. Mein Name ist Jin Sakai. Ein Samurai? Fürstin Sanjo will euch sicher sehen. Sie gebietet über die Umugi-Bucht. Bitte, kommt mit mir. Hier lang, mein Herr. Es ist wichtig, mit der Fürstin zu sprechen. Fürst Sakai, das ist Fürstin Sanjo. Willkommen in der Umugi-Bucht. Die Mongolen waren wohl noch nicht hier. Zum Glück nicht. Es gibt hier seit vielen Jahren kein Blutvergießen. Hier zückt niemand eine Waffe, außer meinen Männern. Ihr seid hier sicher, solange ihr euch an diese Regel haltet. Und jetzt sagt mir, wie ich euch helfen kann. Ich suche einen Schmuggler namens Goro. Interessant. Er ist unten und genehmigt sich gerade seine dritte Flasche Sake. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm. Danke. Ihr seid jederzeit willkommen. Wir könnten einander helfen. Ein paar Stunden Schlaf. Kraft zu sammeln. Natürlich ist er echt. Ein echter Mensch. Kein toter Geist. Unmöglich. Er ermordet Menschen in ihren Träumen. Aus dem die Leute aus der Schmiede von Komatsu. Ihr seid wohl Goro. Jeder muss irgendwer sein. Wer seid ihr denn? Fürst Sakai. Ach, die Samurai sind alle tot. Ich bin quicklebendig. Meine Geduld nicht mehr lange. Fürst Shimura. Verlangt, dass ihr eure Schuld begleicht. Lebt er noch? Und was will er? Dass ihr eine Nachricht zum Festland bringt. Ah, das war schon früher sehr teuer. Selbst vor der Mongolenblockade. Ihr schuldet meinem Meister etwas. So begleicht ihr es. Dann bleibt mir keine Wahl. Nach Komoda, dachte ich. Meine Schuld gegenüber Fürst Shimura wäre getilgt. Darum habe ich getrunken. Um euer Entkommen zu feiern? Um die Samurai zu betrauern. Diese Krieger starben beim Schutz von meinesgleichen. Sie hatten geschworen, jeden zu schützen. Sean schreibt, er liebt die Details in diesem Game. Ich auch. Das Spiel sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Und das Kampfsystem ist auch übelst geil, finde ich. Tsushima. Selbst euch, Goro. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen Ihr Opfer vergelten kann. Mein Meister bete euch nicht um Hilfe, wenn er von eurem Scheitern ausginge. Hier wohne ich. Kommt rein. An der Mongolenblockade kommen wir nicht leicht vorbei. Habt ihr Fürst Shimuras Botschaft? Er hat sie. In seinem Lager an der Küste von Akashima. Ah, das trifft sich gut. Eins meiner Boote liegt bei Fort Mitodake versteckt. Die Karte zeigt euch, wo ich auf dem Waldweg warten werde.
Ja, schon, das mit den Blumen, da haben die viele Details hinzugefügt. Zum Beispiel, wenn man in so ein Blumenfeld, so ein weißer Blumenfelder gibt es, wenn man da durchreitet, dann streckt auch mein Charakter die Hand so nach unten in die Blumen rein und so. Total mega detailreich, das Game ist so geil. Macht auf, Goro! Wir gehen erst, wenn ihr eure Schuld beglichen habt. Ich habe keine Ronin gerufen. Mein Herr, was habt ihr mit Goro zu schaffen? Meine Sache. Wir kommen wieder. Hat jemand meine Tochter gesehen? Hat jemand Kuma gesehen? Kuma, wo bist du? Und Sean, was machst du gerade? Was treibst du gerade? Bist du auch in den Game? Bist du am Stream? Was machst du so? Obwohl, du bist noch gesperrt auf PlayStation, oder? Und wie lange noch? Wir halten zusammen. Hier! Ja, schon, wenn mal alle Spieleentwickler so sich Mühe geben, ne, und nicht nur irgendeinen Scheiß rausklatschen, den dann alle kaufen sollen. Ghost of Tsushima ist mal so ein Spiel, die haben es richtig gemacht. Neues. Ja, Fürst Shimura. Ich fand Goro in der Omugi-Bucht. Betrunken? Jetzt nicht mehr. Er begleicht seine Schuld bei euch und segelt zum Festland. So widerlich er auch ist, niemand kennt das mehr wie Goro. Diese Männer überbringen die Nachricht? Genau. Kotaro und Jiro sind loyal und mutig. Sie werden beim Shogun um Verstärkung bitten. Goro ist bereit. Er trifft uns in der Nähe und führt uns zum Boot. Wir reiten, wenn die Zeit reif ist. Nutzt die Zeit, den Kampf vorzubereiten. Ja, Onkel. Es ist Zeit. Zu euren Pferden, Männer. Wir sind bereit, mein Herr. Aufpassen. Und sucht unseren Schmuggler. Ich sehe euch stets an, wenn ihr mich etwas fragen wollt. Raus damit. Wie habt ihr Goro kennengelernt? Ich erwischte ihn beim Verkauf von verbotener chinesischer Seide. Ich verbrannte seinen Bestand und ließ ihn gehen. Er hätte die Peitsche verdient, doch ihr saht einen besseren Weg. Ein geschickter Seemann kann von großem Wert sein. Die Mongolen haben viele Schiffe. Kann Goro sie alle umgehen? Ihm bleibt keine Wahl. Was machen wir, wenn sie uns erwischen, mein Herr? Fürchtet den Tod nicht, Kotaro. Lebt voller Mut und vergesst nie jene, für deren Schutz ihr kämpft. Fürst Shimura! Goro, wo ist euer Boot? Hier lang. Es freut mich, dass ihr lebt, mein Herr. Danke, dass ihr eure Schuld begleichen wollt. Ich gebe mein Bestes. Doch ich fürchte, die Mongolen versenken mich, bevor ich weit komme. Die haben einfach zu viele Augen auf dem Wasser. Vielleicht können wir sie irgendwie abwenden. Steigt ab. Papier laufen. Vor Mitodake. Mein Vater eroberte diese Festung vom Yarikawa-Clan. Jetzt haben es die Mongolen. Wie überrascht die sein werden, wenn zwei Samurai es ihnen wieder wegnehmen.
Wenn wir im Fort genug Lärm machen... Schauen die Besatzungen der Schiffe zu uns, nicht aufs Wasser. Goro, wir sorgen dafür, dass der Feind aufs Fort schaut. Segelt los, wenn ihr Kampflärm hört. Ihr werdet sterben, mein Herr. Überbringt einfach meine Botschaft. Die Pferde verraten uns nur. Wir gehen zu Fuß, Fürst Sakai. Die mongolischen Armeen sind beachtlich, doch unser Angriff wird sie überrumpeln. Beten wir, dass sich das bewahrheitet. Sie sind in der Überzahl, können aber nicht alle gleichzeitig angreifen. Wie lange bleibt uns das Überraschungsmoment? Nur bis wir den Gegner sehen. Dann schlagen wir zu. Ja, schon mies, dass du gesperrt worden bist ohne Grund. Da würde ich mich auch verarscht fühlen. Mongolen voraus! Wir könnten ausweichen. Wendet deinem Feind den Rücken zu und ihr sterbt mit einem Schwert darin. Für Tsushima! Onkel! Tötet die Stärksten zuerst! Waren dann alle. Vorwärts durch das Tor! Ich bin stolz, mit euch zu kämpfen, Jim. Seht, wie der Gegner euch fürchtet. Ihr seid ein wahrer Krieger. Hab Dank, Onkel. Bleibt wachsam. Bogenschützen, in Deckung! Mir nach! Verwüstet das ganze Fort! Ihre Schiffe sollen sich hierher wenden, nicht zu Goro!
Wie war das bei dir schon? Ghost of Tsushima hast du noch nie gespielt, oder? Weil falls ja, würde mich mal interessieren, wie du gekämpft hast. Also es gibt ja die verschiedenen Kampfstile mit den Haltungen. Ich benutze immer die Wasserhaltung, die finde ich am geilsten zum Kämpfen. Weil wenn du nämlich einen gewissen Kampfstil dir rauspickst und den meisterst, da kannst du so geil kämpfen. Wobei, die Kämpfe können aber auch schwer sein, aber wenn man einen Stil gemeistert hat, dann geht's mega gut. Aber schreib mal, hast du das Game gespielt schon mal? Hab's leider nicht, okay. Aber wenn du mal Langeweile hast und ein cooles Spiel brauchst, was auch zeitaufwendig ist, ich kann dir das Game empfehlen, das ist einfach so nice. Hier lang! Achso, du sparst schon auf das neue Assassin's Creed. Er ist natürlich auch eine Variante. Ihre volle Aufmerksamkeit. Töten Sie alle! Ja, schon, wenn du das Game dann auch hast, also das neue Assassin's Creed, wovon du gerade redest, das werde ich mir auch kaufen. Auch direkt streamen. Dann haben wir ja was wir parallel im Stream spielen können, wa? Ja, schau, keine Ahnung, davon habe ich nichts gehört. Ich weiß ja auch nicht jetzt genau, was du meinst mit selbst entscheiden in Assassin's Creed. Meinst du so Open-World-mäßig? Also ich habe nur gehört, dass das neue Assassin's Creed, das habe ich aber schon vor längerem gehört, dass das neue Assassin's Creed nicht mehr so groß, nicht mehr so riesig sein soll wie die alten Teile. Was vielleicht auch ein bisschen besser ist. Wobei größer ist ja eigentlich immer besser, ne? Weil man mehr zu tun. Aber ich habe gehört, es soll kleiner sein. Ja genau schon, wenn ich dann im Stream reingehe in das Game und du es auch direkt parat hast und du das auch spielst, dann kann man sich gegenseitig vielleicht Tipps geben, weil wir wären dann ja beide neu in dem Game und ne, man weiß ja nie, was man so findet. Ich bin ja eh so der Erkundungstyp, so, dann kannst du bei mir gucken, wo du vielleicht was Krasses findest oder du kannst mir sagen, wenn ich was übersehen habe oder so, weißt du? Das ist halt das Coole bei sowas. Nicht nachgeben! Vorwärts! Ach so, selbst entscheiden meinst du die Dialoge? Ja, ich sag mal so, bei Assassin's Creed, die Dialoge, die man führen konnte, die haben ja nicht wirklich, also nur minimal immer ein bisschen was verändert in der Geschichte. Am Ende kam dasselbe Ende bei rum. Also ist eigentlich relativ sinnlos, wie man sich da mit den Dialogen entscheidet. Ich finde, das muss so sein wie bei Until Dawn und die Ableger, die so sind wie Until Dawn, dass man wirklich damit den Geschichtsweg verändert, weißt du? Und das tut man bei Assassin's Creed ja nicht wirklich. Außer bei Odyssey am Ende mit der Schwester oder dem Bruder, je nachdem wie man spielt.
dass man halt entscheiden kann, wie man mit der redet, um die auf die Seite zu ziehen oder zu besiegen und so. Das war schon cool, aber wenn die das weglassen, finde ich nicht schlimm. Wenn die es drin lassen, ist auch gut. Ja, schon, da hast du dir eine gute Gaming-Philosophie abgeguckt, weil das ist ja auch sinnvoll, ne? Immer alles Nebensächliche zu machen und dann die Hauptdinge mache ich ja in jedem Game, auch bei Ghost of Tsushima. Hier, die goldenen sind ja die Hauptstories und alles andere ist ja Nebensache. Ich mache jetzt mal alles andere, weißt du, die ganze Zeit immer. Macht halt mehr Sinn. Und dann diese coolen Rüstungen und Sachen, die man halt freischaltet und Skills und so mit in die Story nehmen und da die Sachen benutzen, das finde ich halt cool. Und es ist auch nice, dass du auch was für dich damit ein Spielestil gefunden hast. Bei mir ist so nice. Mehr Mongolen! Stürmt durch sie! Haltet nur inne zum Töten! Ihr wisst doch, was ich euch lehre! Ich bin neu mit euch zu kämpfen! Ja, schon. Hat doch was. Stimmt, bei Valhalla war am Ende wenig mit entscheiden, aber das ist auch nicht so schlimm. Das Spiel ist am Ende trotzdem gut gewesen von der Story, nur das letzte DLC haben die nicht bei uns, das ist echt scheiße. Vorwärts! Zeigt den Mongolen, dass wir es ernst meinen! Faster! Schneller, Jill! Beenden wir es! Jetzt nehmen wir uns die Watcher. Da ist Gorols Boot. Wir haben ihm Zeit verschafft, aber nicht genug. Sie haben ihn entdeckt. Und ihre Schiffe sind schneller. Unsere Männer sind schutzlos. Nein, sie haben uns. Und wir haben eine Watcher. Eine Waffe des Gegners, nicht der Samurai. Das Einzige, was zählt, ist, unsere Männer zu retten. Ihr beherrscht dieses Gerät? Ich lerne schnell. Zerstört die Mongolenschiffe. Und überlasst die Wachen mir. Onkel. Hier werden wir nicht sterben, mein Junge. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Ja, schon, da hast du schon recht mit Valhalla. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber trotzdem ist Valhalla an sich von der Story jetzt alleine. Die Storyline ist nice. Haben die gut gemacht. Aber sagen wir mal so, Assassin's Creed Valhalla ist nicht Ubisofts beste Arbeit, sagen wir mal so, ne? Haltet Goro die Boote vom Leib! Es klappt! Die Mongolen-Schiffe brechen! Nicht nachlassen! Goro muss ihnen entkommen! Auf dem Strand. Nicht zögern, Goro.
Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib! Es klappt! Die Mongolen Schiffe brennen! Nicht nachlassen! Goro muss ihnen entkommen! Auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Ich muss sagen, das Level finde ich gerade übelst nice. So kriegsmäßig die Burg einnehmen und jetzt mit diesem Geschütz die Schiffe wegbomben. Echt cool. Hilfe beim Shogo. Geschafft. Ich wusste es. Ihr beweist, dass man Mongolen aufhalten kann. Ihr lehrtet mich den Kampf. Ich darf euch nicht enttäuschen. Das habt ihr noch nie. Ich bin stolz auf den Krieger, den Mann, der ihr nun seid. Jin, meine Nachricht an den Shogun enthielt eine Ankündigung. Ich wünsche euch offiziell als Sohn zu adoptieren. Onkel. In meinem Herzen wart ihr stets Erbe meines Vermächtnisses. Wenn der Krieg endet, machen wir es offiziell. Eines Tages sieht unser Volk in euch seinen Anführer. Ihr werdet sein ehrenhafter Jito. Gestützt durch die ganze Macht des Shoguns. Ich hoffe, ich diene ihm so gut wie ihr. Das werdet ihr. Wir müssen fertig sein, bis die Verstärkung des Shoguns kommt. Was befehlt ihr? Holt euch die Rüstung eures Vaters zurück und rekrutiert die Menschen von Yarikawa. Wir werden sehen, wie verlässlich eure Freundin ist. Ich suche Yuna auf und hole meine Rüstung aus Omi zurück. Wenn ihr bereit seid, trefft mich in unserem Lager in Kubala. Dann werden wir Kotun Kan meine Burg entreißen. Und unsere Heimat retten. Als Vater und Sohn. Der Shogun persönlich wird unseren Sieg feiern. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Ja, schon hast du recht, das Feuer, meinst du, also die Glut, die da in der Luft rumschwebt, ne? Selbst das haben die gut optisch hingekriegt. Auch Blätter am Boden kann man auch aufwirbeln, so Details haben die, das haben die gut drauf. Ich zeig ihnen, was Gerechtigkeit bedeutet. Du bist ein braves Pferd, Kage.
Was ist los? Meine Tochter ist verschwunden. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Ist sie fortgelaufen? Das würde sie nicht tun. Bitte, findet sie. Meine Mutter war wie ihr. Hätte alles getan, um mich zu schützen. Dann versteht ihr mich. Wo saht ihr sie zuletzt? Am Dojo. Ich bin früher fort. Sie wollte nachkommen, ist aber nie zu Hause aufgetaucht. Ich werde tun, was ich kann. Ja, schon Red Dead Redemption 2 hat auch sehr, also ist auch sehr detailreich, definitiv. Besonders wenn man im Schnee rumwandert und so. Die Fugen, die man da so reinlatschen kann, das ist auch sehr gut dargestellt. Wer hat den Hund ins Dojo gelassen? Ich suche ein Mädchen namens Kuma. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Narr. War's auf keinen Fall allein. Niemand könnte Burg Kaneda allein einnehmen. Ich hab satt nichts zu haben. Ich muss ein Mädchen namens Kuma finden. Ich kenne niemandes Namen. Will ich gar nicht. Lasst mich in Ruhe. Kennt ihr ein Mädchen namens Kuma? Die Tochter der Händlerin? Ja, ich kenne sie. Habe sie aber seit Tagen nicht gesehen. Ich muss sie finden. Tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Ja, schon das bekommt Ghost of Tsushima auch sehr gut hin, also das Spiel hier. Wenn man halt normal im Kampf ist, sagen wir mal auf normalem Boden, Holz, weiß ja gar nicht, oder auf dem Steinboden, dann ist man ja voller Blut von den Gegnern, vom Schwertkampf. Aber wenn ich in so einen Sumpf rumlaufe, gibt es ja hier auch Sumpfbereiche, matschig und so, und dann doppelt Kreis drücke, dass er so eine Rolle auf dem Boden macht, ist er auch total zugesaut mit Matsch. Das ist hier auch sehr gut gelungen. Hey, Krieger, hier drüben. Ich weiß, nach wem ihr sucht. Ihr kennt Kuma? Ja, doch hier können wir nicht reden. Kommt mit. Ich wusste, es klang zu gut, um wahr zu sein. Da stimmt etwas nicht. Ihre Mutter vermisst sie seit Tagen. Ich wünschte, die Mongolen. Hier können wir ungestört sprechen. Kuma ist eine Freundin. Als ich sie zuletzt sah, ging sie mit einem Mann fort, der ihr Arbeit versprach. Was für eine Arbeit? Ein Gasthaus zu führen. Sie wollte für ihre Mutter etwas Geld verdienen. Sie verbot mir, die Überraschung zu verderben. Wo ist das Gasthaus? Das Numanaka-Gasthaus an der Hauptstraße. Das Numanaka-Gasthaus. Hier sollte Kuma sein. Oh,
Und auch solche Dinge funktionieren super. Das Schleichen und heimlich töten und so. Sehr brutal und sehr nice in Szene gesetzt. Auch finde ich total gut. Und auch hier krass das Blut im Wasser, ne? Sieht total gut aus, ey. Du bist tot! Wir gewinnen! Ja, die Details, einfach mega. Und du sagst gerade, Days Gone ist auch so ein Spiel mit Details, hast du recht. Days Gone ist auch mit einer, sagen wir mal, Highlight-Spiele, ne? Das ist wirklich Days Gone, fantastisch. Mega Spiel. Ja, ich glaube, Days Gone als Film, das würde sich sehr gut machen, ja. Der Feigling ist geflohen.
Er ist zurück. Ja, schon, ich hätte lieber einen zweiten Teil als Spiel, das war viel besser. Wozu gezwungen? Leute auszurauben, ich musste am Straßenrand warten und um Hilfe rufen. Die meisten haben angehalten. Einige wollten helfen, andere. Es ist vorbei. Ich bringe euch heim. Und bei dem Game hier muss ich sagen, das funktioniert sehr gut mit dem Prinzip, dass man keine Minimap hat. Das geht sehr super gut. Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Das muss ich beenden. Ich kann euch nicht genug danken. Ich muss sagen, der war kein guter Kämpfer, der Typ. Der war nicht gut. Nice zu besiegen, einfach. Kurz, zack, zerab. Nee, Sean, ich mach nicht gerne Minimap aus, das nicht, aber... Also, ich glaube, eins der ersten Spiele, muss ich sagen, wo ich keine Minimap links oder rechts habe. Das habe ich, glaube ich, jetzt, wenn ich mich recht erinnere, so noch nie gehabt, auch noch nie gesehen. Aber ich finde, das funktioniert sehr gut. Gerade weil man ja keine Minimap hat, aber... und kein, also, man hat den Wegweiser, den Wind und so. Das klappt sehr, sehr gut. Ich habe gern geholfen. Wie habt ihr uns gefunden? Ich bin euch gefolgt. Sah, wie ihr mit diesem Ronin spracht. Als ihr fort wart, habe ich ihn selbst angesprochen. Das war mutig. Ronin sind gefährlich, unberechenbar. Das ist nichts im Vergleich zu der Angst, sein Kind zu verlieren. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Klingen noch in Ordnung? Sonst sag Bescheid. Kenji, was macht ihr denn hier? Fürst Sakai! Meine Gebete wurden erhört. Das wird sich noch zeigen. Was ist los, Kenji? Ich schulde einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter. Dann bezahlt ihn doch. Werde ich, doch... Ich soll mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr ihm denn getan? Er hat eine Ladung Sake und Medizin bezahlt. Und ich habe etwas davon abgezweigt für die Flüchtlinge aus Izuhara. Dachte, er merkt's nicht.
Man kann den Menschen auch anders helfen, Kenji. Mein Herr, ich bin ein Idiot. Und ich soll euch da wieder rausholen. Könntet ihr nicht heimlich zusehen, falls Gon irgendetwas versucht? Wenn ihr ihn verjagt, setzt er nur ein Kopfgeld auf mich aus. Eure Absichten waren diesmal edler als sonst. Ich helfe euch. Hab Dank, mein Herr. Bald können wir auch. Wo ist das Geld für euren Banditenfreund? Keine Angst, ich hab uns. Gon wartet bei einer Brücke auf uns. Ist nicht weit entfernt. Geht voran. In solchen Situationen fürchte ich mich jedes Mal aufs Neue zu Tode. Ihr wollt eure Nerven schon? Dann bestehlt keine Mörder mehr. Beim ersten Mal war Gon nicht einmal wütend auf mich. Wie oft habt ihr ihn schon hintergangen? Dreimal. Bleibt lieber im Sarke-Geschäft. Sogar das kann gefährlich sein. Meine erste Fuhre borgte ich mir aus einem Kloster. Ihr habt Mönche bestohlen. Ich dachte mir, die sind gütig, wenn sie mich erwischen. Interessante Strategie. Könnte man meinen. Es waren aber Kriegsmönche. Bodas, Schwerter und Speere. Ich glaube, die jagen mich immer noch. Ihr seid viel beschäftigt. Ich weiß, mein Herr. Der Ärger verfolgt mich einfach. Ihr verfolgt den Ärger, Kenji. Fragt euch doch mal, warum. Wir treffen uns auf dieser Brücke. Halten wir mal an. Geht zur Brücke. Ich postiere mich irgendwo mit dem Blick auf Gon. In Ordnung. Wenn etwas schiefläuft, gebe ich ein Signal. Dann rufe ich. Wie schön, euch zu sehen! Wie ihr wollt. Eine Falle. Ich werde Kenji schützen. Am besten lautlos. Wir hätten uns doch in der Bucht treffen können. So seht ihr, dass ich allein bin. Das ist nicht nötig. Wir vertrauen einander. Habt ihr das Geld? Natürlich. Tut mir leid wegen der fehlenden Sache. Ich weiß nicht, wie das passiert. Macht euch doch deshalb mal Sorgen. Ich will mit euch über etwas anderes sprechen. Was immer ihr braucht, besorgt. Warum heuert Gon so viele Söldner nur für Kenji an? Sicher. Warum? Fische aus. Oh!
Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Ihr schuldet mir weit mehr. Was immer ihr wollt. Sacke, Sattelpolitur. Vielleicht... Kenji, warum riskiert ihr euer Leben für Kleinigkeiten? Keine Kleinigkeiten. Ich brauche Essen, Geld, ein warmes Feuer. Ihr habt geholfen, Taka zu retten. Ihr habt Bedürftigen Medizin gebracht. Das war heroisch, oder nicht? Ihr habt ein Talent, Kenji. Also nutzt es doch. Zum Wohl unserer Insel. Natürlich. Ehre ist mein Fachgebiet. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Ich hoffe, das hilft. Danke. Mein Herr, bitte. Ich habe eine Nachricht für euch. Was ist denn? Ein Dämon tötet mich, wenn ich euch seine Geschichte nicht erzähle. Hört schon auf. Dämonen sind nur Legenden. Dieser nicht. Sein Name ist Kojiro und er kann nicht sterben. Vor vielen Jahren war Kojiro ein Strohhut-Ronin. So furchtbar, tödlich und blutrünstig, dass seine eigenen Brüder sich gegen ihn wandten. Von früh bis spät kämpften Dutzende Strohhüte gegen Kojiro. Er erschlug sie alle. Wer an jenem Tag entkam, verstieß Kojiro aus den Strohhuträngen, doch trat ihm nie wieder entgegen. Die Todesgeister waren von Kojiro so beeindruckt, dass sie seine Rüstung segneten und ihm einen unermüdlichen Schwertarm verliehen. Jetzt ist er mehr als nur ein Mann. Er ist ein legendärer Mörder. Als die Strohhüte unser Volk verrieten und sich den Mongolen anschlossen, hießen sie Kojiro wieder als Bruder willkommen. 5 Mörder aus den Reihen der Strohhüte haben zusammen mit Kojiro geschworen, euch zu töten. Kojiro lässt mich wissen, dass ich gejagt werde. Ich werde auf der Hut sein. Das müsst ihr nicht, mein Herr. Kojiro erweist euch die Ehre eines Duells. Doch ihr müsst euch das Privileg verdienen und die 5 Strohhüte in seinem Dienst besiegen. Es scheint, als hätte ich die Herausforderung unwissentlich angenommen. Dann wisst ihr, dass sie überall in der Region warten und euch mit unschuldigen Menschen zu sich locken. Ich setze dem ein Ende und bringe Kojiro den Tod, wie es vor Jahren hätte geschehen sollen. Seid vorsichtig. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen. Ich bin gar nicht sicher, ob er ein Mensch ist.
Möchtet ihr sehen, was ich habe? Ich musste den Kopf freikriegen. Und wenn ich müde geworden bin, kann ich vergessen, was hier geschieht. Willkommen. Ihr wollt etwas trinken. Mit mir. Nein, nicht wirklich. Ich bin nur höflich. Doch ich möchte eure Hilfe. Mir wurde eine Karte gestohlen. Ich brauche sie zurück. Kenji lobt euer Geschick über alle Maßen. Ich begehe keine Untaten für euch, Fürstin Sanjo. Auch wenn Kenji euer Freund ist. Versteht mich richtig. Die Karte zeigt die Standorte der Lebensmittellager. So versorge ich die Menschen in Toyotama. Ich soll also den Dieb finden. Oh, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich in einer Spelunke am Drei-Wege-Quell. Ihr sollt nur die Karte zurückholen. Ich sehe, was ich tun kann. Doch wenn ihr mich belügt... Fürst Sakai, ich bin eine überaus ehrliche Haut. Fragt den Letzten, der meine Aufrichtigkeit in Frage stellte. Sein Kopf liegt jetzt draußen bei den Schmeißfliegen. Seid vorsichtig. Viele kennen den Dieb der Karte und wissen, wozu ich bereit bin, um sie zurückzubekommen. Könnte ich das nicht. Spiegel des Ichs. Angst, was darunter lauert. Bewacht von Weisheit. Der Drei-Wege-Quell. Doch wo ist die Spelunke? Thank you.
dies wohl hinführt. Das muss die Spelunke sein. Wird verlassen. Hallo? Die Karte gehört mir. Geht weg! Ich bin Jin Sakai. Macht auf! Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein, aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte, oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht nochmal. Tötet ihn! Was nötig ist. Einer der drei muss die Karte haben. Hier ist sie.
ganze Stadt ein, genau. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch, dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich da raus. Danke, Fürst Sakai. Sich nach tiefen Stürzen ab. Ein Trick von Dieben. Das Spiel sieht einfach so gut aus. Hier!
auf. Oh!
Los, komm! Das ist ein hartes Gefühl, KG. Hallo? Laut Ryuzo seid ihr der größte Schwertkämpfer, den er kennt. Das musste ich selbst sehen. Ihr solltet ihm besser Glauben schenken. Ich übe mit einer Klinge, seit ich laufen kann. Niemand kann mich mehr herausfordern, außer euch. Ryuzos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Ihr kämpft gut, doch es ja, ist vorbei. Dein Stream geht einfach fast über 2 Stunden und, das habe ich auch noch nicht gesehen. Geradet, nice. Ich wurde geradet von, also mit einer Gruppe von 3 Personen. Steht dann auch von wem? Moment. Von Zero, Sibu, Zero, wie auch immer. Hallo, hi. Und noch einer schreibt, huhu. Moin, Leute, wie geht's? Ich wurde gerade zufällig geradet, nice. Danke dafür, cool. Schauen schreibt, was ist das? Das ist wie Hosten, glaube ich, oder? Also ich wurde noch nie geradet, das ist das erste Mal, dass ich geradet wurde. Also, dass andere Leute, also ein Streamer, glaube ich, wie sagt man,
mich hostet, oder? Ist das sowas in der Art? Kann das sein? Nix zufällig, wir haben dich gesucht. Oha, nice. Einfach alle auf einmal hier, cool. Raiden gleich ein Streamer bringen seine Zuschauer zu dir. Ach so, nachdem er Feierabend macht. Ja, nice. Ja, ich hab's aufgehört und hab jemanden gesucht, zu dem wir wechseln. Ah, cool. Dankeschön, nice. Das ist nett von dir. Coole Sache. Der erste Raid bleibt eine lange Erinnerung. Ja, das kann gut sein. Das ist das erste Mal, dass es bei mir so gewesen ist. Ich freue mich. Auf jeden Fall danke dafür. Cool. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ich bin gleich wieder da, ja? So, da bin ich wieder. Wir machen jetzt auch direkt weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank für den Raid. Das ist echt nett, mega geil. Und ja, ich mache dann jetzt mal weiter, würde ich sagen. Ich bin gerade am Nebensachen anmachen. Nebenbei machen wir die Hauptstory. Aber schön, dass ihr da seid, Leute. Freut mich wirklich. Und wenn ihr Bock habt, natürlich könnt ihr auch gerne Follower da lassen, wenn ihr Lust habt. Mega nice. Und wie der eine Kollege schon sagte, daran werde ich mich bestimmt schon also noch lange erinnern, weil das erste Mal raiden ist schon cool. Da kommen noch ein paar. Das ist super nett. Sean schreibt, hätte ich dich auch raiden können. Das weiß ich gar nicht. Das kann, glaube ich, jeder einfach, oder? Kann ja mal einer in den Chat schreiben. Das kann jeder machen, oder? Sind ja schon 8. Ja. Ich glaube, so viele Zuschauer also hatte ich hier auf Twitch noch nicht gehabt als 8. Ja, der Sean, also der Wilhelm, der streamt auch ab und zu, ja. Jeder kann raiden. Jeder kann andere raiden, okay. Das muss ich mir mal merken. Auf jeden Fall mega nice, dankeschön. Definitiv eine coole Aktion. Ich streame auch für die, die da sind, oft auch, also jedes Wochenende von Freitag bis Sonntags, auch mit Facecam dann. Da gehen wir auch in Online-Games rein, da können auch alle mitspielen, die mitspielen wollen. Auf jeden Fall mega nett. Ja, schon, ich glaube, du bist wieder am Montag. Nee, nächste Woche Montag bist du wieder entsperrt, hast du gesagt, oder? War doch irgendwie sowas, oder?
Jin. Yuna. Ich dachte, du bist in Yarikawa. Ich kann auch nicht zurück. Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte 10 Minuten hast du gesucht? Okay. Ich freue mich auf jeden Fall, danke schön. Raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt. Wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie und werden den Kriegsherrn töten. Das Gasthaus ist hier lang. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Spielt einer von euch auch sowas wie Rainbow Six oder Rocket League? Weil, oder Fortnite von mir aus? Weil da in solche Spiele gehe ich ins Wochenende immer rein, also ab morgen. Dann streame ich auch mit Facecam, da können natürlich auch alle mitspielen, die Bock haben. Beobachten wir das Gasthaus. Also es war Zufall, dass du heute gestreamt hast und Zero jemanden zum Raiden gesucht hat. Hätte auch anders laufen können. Ja, natürlich. Da habe ich, denke ich mal, Glück. Der hätte ja auch zig andere Leute aussuchen können. Das stimmt. Deswegen sage ich auf jeden Fall an der Stelle Dankeschön, weil, ne, da habe ich Glück gehabt. Aber ich habe da auch Glück, dass ich so aktiv streame, weil ich streame fast jeden Tag. Zurzeit gehen wir in diverse Storygames rein. Machen da alles Mögliche, was es so geht. Das erste Mal spiele ich gerade Ghost of Tsushima. Also nicht heute das erste Mal, aber mein erster Durchlauf und mein einziger, glaube ich. Und ja, wie schon erwähnt, am Wochenende gehen wir dann immer in die Online-Games rein. Da dürfen wir auch alle mitspielen, die Bock haben. Da spielen wir alles von Fortnite, Rocket League, Rainbow. Alles, was es so gibt. Wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen, Hilfe! Verräter. Es gibt Ärger! Ich bereit. Alles nichts für mich. Was streamst du denn so für Spiele? Also ich spiele ja alles. Ich spiele auch Call of Duty oder Rainbow und was nicht alles. 11 Zuschauer sind drin. Moin, Leute. Ja, ich selber streame auch hauptsächlich Story Games oder sowas wie Factorio. Okay. Ja gut, Storygame bin ich auch Fan von. Bei mir ist immer mehr so der Plan, in der Woche Storygames und am Wochenende dann weniger Storygames. Kann man auch mal vorkommen, aber dann halt mehr Online-Games. Das ist bei mir so der Plan der Dinge. Ich habe vorher aktiv immer auf YouTube gestreamt, aber habe dann irgendwann mich entschieden, auf Twitch zu streamen, weil ich finde, die Plattform ist einfach viel nicer zu streamen. Ich habe auch eine Zeit lang Double Streams gemacht, also auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Aber das ist auch nicht so das Wahre. Alter, wie viele sind wir denn? Oh fuck. Ich muss erstmal die Bogenschützen töten. Das ist am meisten. Hier ein bisschen Energie. Zack, der Fettsack ist auch tot. Ich gucke immer wieder in den Chat, eher Story Games. Online nicht so meins. Ja, online schon. Ich habe ein paar Main-Spiele, die ich gerne spiele online, aber Story-Game ist irgendwie chilliger manchmal, ne? Definitiv. Auf alle Fälle. Ichi! Ichi, wo bist du? Ichi, du lebst. Warum seid ihr hier? Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Yuna. Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet. Um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen, wie du es immer tust. Sie
Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Itchy, wir beschützen euch vor Altan. Oh, Assassin's Creed ist auch einer deiner Lieblingsspiele, schreibst du? Auch seine Männer nicht. Und sogar Black Flag Forever. Oha, da können wir uns die Hand geben. Black Flag ist auch mein Lieblingsteil der Assassin's Creed-Reihe. Finde ich auch übelst nice. Assassin's Creed Black Flag beste. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Ich versuche immer auch möglichst immer direkt die neuesten Spiele zu haben. Also jetzt auch, wenn das nächste Assassin's Creed rauskommt, das sieht man dann auch direkt bei mir. 100 Pro. Aber sie will nur helfen. Yuna hatte ihre Chance. Ich habe genug Games. Ja, ich auch. Was hat sie gesagt? Also ich spiele ja Xbox und PlayStation. Nicht genug. Sio, ich warte, dass wenn ich... Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Mafas Dad habe, okay. Das. Im Angebot. Wo fangen wir an? Kannst bei Altans engsten Verbündeten. Ich spiele nämlich auch gern Horror-Games. Ah, guck mal. Da bin ich ganz bei dir. Ich liebe Horrorspiele. Kennst du das Spiel Visage? Visage ist mega krass. Das habe ich letztes Jahr gespielt. Eins der besten Horrorspiele, die ich letzter Zeit gespielt habe. Danke, Jin. Aber ich bin ja auch auf beiden Konsolen unterwegs, wollte ich vorhin sagen. Deswegen Spiele habe ich auch ohne Ende. Deswegen, ich bin in der Woche ständig live. Und feste Tage, wo ich wirklich, wirklich immer live bin, ist halt immer am Wochenende. Von freitags bis eben sonntags regelmäßig. Dann gehen wir halt echt in alle Games rein, was es so gibt. Und ansonsten in der Woche entspannen wir uns ja halt ein bisschen in Story-Games. Sofern es immer gute Spiele zu spielen gibt, ne? Visage sagt dir nichts, das kann ich dir nur empfehlen. Wenn du wirklich ein Horrorfan bist, das ist wirklich ein Spiel, also das ist wirklich gruselig. Und ich meine jetzt nicht so gruselig, wie manche behaupten von Resident Evil 5 oder so, wo mehr Action ist, sondern Visage, das ist wirklich, wirklich ein gutes Horrorgame. Kann ich nur empfehlen an die Horrorfans. Da bist du raus. Oha. Los jetzt, Kage. Ihr seid beide neu? Fragezeichen. Wen meinst du? Meinst du jetzt mich als Streamer oder meinst du jetzt die Zuschauer, die gerade dazugekommen sind? Ich versuche gerade mich ein bisschen auf den Chat zu konzentrieren, damit ich auch mit euch ein bisschen smalltalken kann. Richtig und wichtig. Allein bei Steam 500 Games, oha. 2000 sind, oh Junge, das ist wirklich, okay, da kann ich nicht mithalten. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe bei Xbox ungefähr etwas über 320 Spiele, also digital. Und hier auf der PlayStation, keine Ahnung, 20, 30 Stück. Und meine private Sammlung, die ich mal hatte, habe ich irgendwann mal aufgelöst, weil, ja, wollte ich nicht mehr. Achso, ja genau, Sean schreibt schon, ich stream schon sehr lange. Genau, ich an sich streame ich sehr, sehr lange. Ich habe vorher immer auf YouTube gestreamt. Inzwischen streame ich aber, ja, jetzt nur noch auf Twitch. Also ich habe vorher jahrelang schon auf YouTube gestreamt. Auf YouTube habe ich auch ein bisschen über, also fast 2000 Follower für noch ein paar. Auf TikTok habe ich auch mal gestreamt. Da bin ich jetzt bei 18.000 Followern, aber da ist es halt so, da wurde ich gesperrt. Weil TikTok ist ein bisschen, ja, kennt ihr ja selber, lost, ne? Und ich habe mir jetzt halt vorgenommen, aktiv auf Twitch zu streamen, weil Twitch ist einfach so zum Streamen, wenn man sich mal die Plattform so vergleicht, einfach schöner. Ich sammle seit 1992, wow, da war ich noch nicht mal am Leben. Ich bin Baujahr 94. Mensch, da war ich noch flüssig, wo du angefangen hast zu sammeln. Genau, Sean ist mein Moody, richtig. Also auf Twitch neu. Ja, kann man sagen, genau. Also ich hatte immer bisher YouTube in Fokus gehabt mit Streaming, weil ich wollte auf YouTube
streamen und Videos hochladen. Jetzt habe ich das aber gesplittet. Ich streame jetzt nur noch auf Twitch und lade auf YouTube Videos hoch. Also vorher habe ich das halt alles gleichzeitig auf YouTube gemacht, aber ja, ich will nicht sagen, das hat nichts gebracht. Also schon, ich habe ja über 1000 Follower gesammelt in der Zeit. Aber Twitch ist einfach irgendwie angenehmer, finde ich. Aber mag ja jeder anders. Gibt es bestimmt auch Leute, die gerne auf YouTube streamen. Bei mir ist es aber nicht mehr so. Ich glaube, ich bin hier gerade der Channel-Opa, oha. Ich kann das nicht. Oh, 81, jawohl. Ja, aber es ist doch mal angenehm, wenn mal ein paar Leute sind, die auch ein bisschen älter sind. Nicht wieder rein. Kann ja nicht schaden. Das musst du auch nicht. Nice. Bleib hier. Auf jeden Fall vielen Dank für den Raid, kann ich nur immer wieder sagen. Wirklich, wirklich nett. Gerade ich bin jetzt hier auf Twitch noch in meiner Anfangszeit. Hab ja erst vor einer Weile angefangen. Ne? Für jede und dann kommen ja so ein paar Ehrenmänner reingehasselt und lassen hier ein paar Leute da. Das ist wirklich nett. Arbeit hast, der einfach nur um mehr Wasser bat. Und ich bin auch wirklich so einer, also ihr seid ja neu, ihr kennt mich auch nicht so richtig. Ich bin wirklich so einer, ne, der das richtig hauptberuflich machen will oder schon macht, besonders mit Content Creator. Das Streaming kommt nur dazu. Und ja, ich bin auf jeden Fall aktiv. Mehr als aktiv. Ich töte sie im Schlaf. 88. Zufall. Ich glaube nicht. Niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Ich streame jetzt seit, ich glaube, 3 Jahre. Achso, 3 Jahre insgesamt. Also bin schon einen Moment dabei. Ja, was jetzt das reine Stream angeht, da kann ich mithalten. Also mein YouTube-Channel, den habe ich, glaube ich, gegründet im Jahr 2014. Da habe ich auch schon direkt angefangen, Videos hochzuladen, zu streamen und so. Klar, man sollte meinen, bei so einer langen Zeit sollte man mehr als 2000 Follower haben, aber ja, ich gebe mein Bestes. Ich bin auch lernfähig, ich habe sicher noch viel zu lernen, trotzdem. Sean schreibt, ja, 2014. Ja, genau, meine ich. So, mal kurz gucken, was muss ich hier machen. Leiser Tor, lass dich nicht erwischen. Aha. Lass die Wachen am Leben. What the fuck? Nicht töten. Warte, was stand da noch? Wo steht's? Kann man es hier nochmal nachlesen? Ah, da. Achso, ich soll nur bestimmte Leute töten. Ja, moin. Für mich ist Fabian allerbeste. Ja, das ist nett von dir, Sean. Ich habe einen kleinen Funfact für dich, OG, von meinem Lieblingsgame. Achso, nur 0 hoch. Lieblingsgame? Was für ein Lieblingsgame? Ich streame jetzt K seit 6 Monaten, Winter ein bisschen mehr und bin jetzt Affiliate geworden. Ja, das Affiliate ist auch mein Ziel. Ich arbeite dran. Mir fehlen auch nur noch 2 Punkte, glaube ich. Einmal, dass mehr als 3 Zuschauer zuschauen. Also das haben wir dank euch jetzt auch geschafft, weil wir sind jetzt bei 9 von waren 11 drin. Vielen Dank an jeden von euch. Aber Affiliate, genau, da fehlt jetzt noch die 50 Follower voll haben. Ich hatte ja vorhin 30, ja, seit ein paar Tagen 30 Follower. Und wenn noch ein paar tatkräftige Gaming-Begeisterte vielleicht so nett sind und mir helfen, dann wären es natürlich auch mehr und dann schaffe ich das auch. Ich bin nur bei YouTube-Partner und bei Twitch, Twitch nicht bei TikTok und da verdiene ich eben auch Geld. Und das möchte ich auch gerne bei Twitch schaffen. Uff, ja. Einfach Berliner Flughafenvergleich, das passt wohl. Dauert alles 100 Jahre. Soll rauskommen und wird nicht fertig, ja, man kennt's. 11 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid, Leute. Mega nice. Ich freue mich. Jetzt bin ich hier erstmal mit checken, was muss ich machen? Ich darf ja keinen töten, Alter, was ist das? Oh, diese 3 Zuschauer ist voll nervig. Das muss keine Woche haben, damit die richtigen. Ja, genau, das. Bis da die Zahl hochgeht, das finde ich auch nervig. Das dauert einfach so lange, ne? So, mehr kommen nicht mehr von mir. Ja, wir sind gerade 11 Leute. Ich will auch gar nicht irgendwie gierig sein. Das ist mehr als genug. Vielen Dank auf jeden Fall an dich. Das kam auch total unerwartet. Ich gucke so in den Chat so. Chill natürlich mit meinem Mod hier. Wir unterhalten uns. Dann steht da, du hast mich geradet. Mega. War kurz verwirrt, dachte so kurz überlegen, was ist das nochmal? Und dann ist es mir eingefallen. Aber echt geil. Mega. Freut mich. Ich muss immer noch so Typen suchen. Einfach nicht erwischen lassen, keine Leute töten. Oh Scheiße. So viel dazu. Oh, der Bruder hat mich nicht gesehen.
Das war knapp. Chatbot als Follower. Was meinst du? Du hast geschrieben, da UIS, das verstehe ich gerade nicht. Den auch noch mein Chatbot als Follower. Ich verstehe gerade nicht, was du mir sagen möchtest. Kann ich rüberspringen? Ja. Ach Scheiße. Okay, ich darf wirklich gar nicht erwischt werden. Da muss ich jetzt aufpassen. So, ich werde jetzt aber langsam mal weg, hab Hunger und Durst und hab Dinge zu erledigen. Man hört sich. Ja, vielen Dank, dass du da warst und natürlich auch die anderen. Ganz klar. Und Durst und Hunger, lass es dir schmecken, Mann. Dass ich zusätzlich zu zwei Accounts gefollowt habe, damit du einen Follower nochmal extra hast. Ach so, ja, dankeschön. Einfach doppelt gefollowt, das ist nett von dir, vielen Dank. Dankeschön. Ja, noch ein anderes Profil. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich, ja, genau. Mit einem zweiten Account nochmal einen Follower reingehauen, dankeschön. Ich folge dir auch nachher zurück, also ich sehe ja den Chat hier, deinen Namen. Ich gönne natürlich auch ein paar Follower zurück, gar keine Frage. So, jetzt muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren, weil... Ich muss erstmal gucken, was ich machen muss. Ich muss Leute töten, aber da steht, lass sie nicht erwischen und Wachen am Leben lassen. Da muss ich jetzt gucken, dass ich den richtigen finde. Aber woher weiß ich denn, wem ich töten soll? So, man hört sich. Jo, bis dann. Cool, dass du da warst. So, hier sind ein paar Wachen. Woher weiß ich denn, wem ich töten darf? Attentat, ich töte den einfach mal. Ist das eine Wache? Hat ein Ziel? Ihr verdient Schlimmeres. Jetzt euren Aha, das war ein Ziel. Ja, das war ein Ziel. Nimm mal eine Trophäe mit. Ich will seinen Kopf. Spaß. Oha, er hat wirklich den Kopf genommen. Ich sah nur das, wovon ich will seinen Kopf. Einfach der Kopf eines Verräters. Ja, moin, er hat einfach wirklich den Kopf genommen. Ja, gut. Ja, schon, du schreibst gerade, ich will seinen Kopf, haha. Und der, mein Charakter macht es halt wirklich, ne? Er nimmt halt wirklich seinen Kopf. Seid hier sicher, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wenn sich die ganzen Leute in den Häusern verstecken, dann muss ich ja jetzt nur... Oh, shit. Noch zwei Häuser abklappern. Der darf mich nicht sehen. Alles klar. So, ich hau am besten von hier ab. Okay. So. Ich pause nur manchmal, um den Chat zu schauen, nicht wundern. Ich werde schon wieder gesehen. Oh fuck. Nee, ich darf nicht gesehen werden, das ist halt. Shit. Aber ich glaube, den ersten Typen habe ich trotzdem tot. Ja, genau, Kontrollpunkt. Okay. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Jetzt muss ich erstmal checken, wo diese Leute sind, weil der erste war im Haus. Ich versuche am besten auf den Dächern zu bleiben. Gibt es ja noch mehr von diesen Häusern? Ja, bestimmt da hinten drinne. Schauen, schreibe, ich glaube, du wolltest. Ja, gerade eben. Ich brauche noch zwei Ziele und ein großes Haus noch da. Ich wette, in diesem Haus da vorne. Ist nochmal Ziel. Aua. Ach komm, jetzt nicht ins Gebüsch, geh weg. Damit ihr Bescheid weißt, nach diesem Level wollte ich auch erstmal eine Pause einlegen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Aber das Level machen wir noch. Ich will ja nichts behaupten, aber du wurdest gesehen. Ja, haut einfach so raus, Mensch. Ja, geh die Leiter hoch, Junge. Perfekt. So.
Ja, sicher, immer zutreten. Desto größer der Schuh, desto besser der Schmerz. Ach, scheiße, ich werde schon wieder gesehen. Lauf! Nein, noch einer, scheiße. Okay, ich bin am Arsch. Ich muss mich ja wieder durchschleichen. Irgendwie wird das was. Das ist der erste Level, wo man sich wirklich nicht sehen lassen darf, glaube ich sogar. Na, nee, ich will von oben raus. Ich werde nur gesehen, gar keinen Bock drauf. Na komm, geh raus da. Du musst ihn noch hinlegen, wenn du nicht ganz so fit bist. Bist du krank oder wie? Falls ja, gute Besserung, Mann. Nur zur Info, Xbox hauptsächlich, aber... Ja, Xbox hauptsächlich, je nachdem, ne? Ich spiele auch PlayStation, so wie jetzt gerade. Wenn mich irgendwas hier hinführt, bin ich auch gerne auf der PlayStation. Okay, ich muss mich wirklich ein bisschen mehr auf das Level gerade konzentrieren, weil sonst joke ich jetzt jedes Mal rein. Ich muss mal gucken, dass ich mich nicht erwischen lasse. Sieht er mich, wenn ich rausgehe? Ah, ich warte, bis er weggeht. Ich bin im Moment richtig krank, ja. Ja, gute Besserung an der Stelle. Ich hoffe, kein Corona oder so ein Shit. Er hat aber auch keinen Bock auf Leiter, mein Typ hier, ne? Das ist echt wild. So, und das Haus wollte ich vorhin, da wurde ich gesehen. Jetzt muss ich mal aufpassen. Da ist einer, da hinten ist einer. Und da kommt einer. Okay, der geht weiter. Ich muss irgendwie wieder aufs Dach, glaube ich. Dann haut das hin. Ja, hier vorne kann ich hoch. Hier ist safe der nächste. Ja, das ist der nächste, komm. Diesmal will ich nicht seinen Kopf, diesmal will ich seinen linken Zehfuß, ja. Safe wieder der Kopf. Ich reiß hier in die Zwiebel ab. Ah, jeder hat Corona bei dir abgekriegt. Ja, shit. Ich bin mit meiner Familie wenigstens soweit fein raus. Wir haben Glück gehabt, noch kein Corona. Ein Bruder übrig. Ich hoffe, es bleibt auch so. Also jetzt brauche ich nur noch einen Teil. Hier läuft doch bestimmt ein Typ rum, oder? Ja, da hinten ist einer. Ja, nur der eine kommt rum. Ich warte, bis der weg ist, der Typ. Kein Bock, von denen erwischt zu werden. Ich will wieder ins Gym. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn man pumpen geht und dann krank ist und nicht mehr kann, ja. Gab bei mir auch eine ganze Weile an Zeit, wo ich ständig ins Fitness gegangen bin. Und durch Krankheit wurde man immer so aufgehalten, das hat mich auch mal so genervt. Ich bin kein Pumper. Scheiße, jetzt wurde ich entdeckt. Ich sagen muss, ich bin kein Pumper. Das wäre gegen meine... Okay. Das heißt, du bist kein Pumper. Keine Muskeln aufbauen, sondern mehr so Ausdauer oder auf was gehst du? Ah, guck mal, guter Kontrollpunkt, den haben wir gerade weggenutzt. Weißt du, ich gehe wieder durchs Dach raus, das ist mir zu blöd. Also mit Pumper meine ich jetzt ja nicht so Disco-Pumper, so, ne? Sondern so auf Mucki aufbauen, ist doch jeder aus, oder nicht? Ich habe 21 Jahre Kampfsport gemacht und... Nein... Achso, und ein Meistergrad, oha. Respekt. Das ist eine Leistung, würde ich sagen. Also doch kein Disco-Pumper, sagst du? Nein, aber das ist schon eine Leistung. So lange im Kampfsport. Das ist eine Leistung, definitiv. So, wo finde ich denn jetzt den letzten Hayupai? Ah, da hinten habe ich den eingeholt. Hier habe ich den anderen die rüber abgerissen. Hier ist doch sonst kein Haus weiter. Ich bin im Voll-Radio-Training. Radio oder meinst du Cardio? Cardio? Radio? Hast du dich verschrieben oder bin ich lost? Wenn ich... Ah, ich glaube, da hinten in diesem weißen Blumenfeld läuft, das ist mein nächstes Ziel. Den muss ich holen. Wir haben ihn gefunden. Jetzt muss ich hier nur wegkommen, ohne dass sie mich sehen. Können wir weitergehen? Ja, ich gehe dann von hier so zack, zerrapp da durch. Achso, Radio von Radius, also Beweglichkeit. Ach so, okay. Kurz Brain AFK, habe ich nicht verstanden erst. Okay. So, dreht sich der Fettsack da jetzt um oder geht er gleich weiter? Weil ich würde dann an den vorbeigehen. Ja, natürlich, er kommt in meine Richtung, alles klar. Ich schaue gleich in den Chat wieder. Ich versuche jetzt mal
den anderen Typen mir kurz zu kreien. Oh, hier laufen auch welche. Achso, das sind nur Arbeiter. Oh, fuck. Ja, den da muss ich mir holen, den im Weiß. Kurze Chat gucken. Und du bist schon so piep stark. Ja, nice, das ist das Ziel, oder? Auch. Also bei mir beim Sport ist immer mehr so auch das Ziel, auf Kraft zu gehen. Und Definition. Also früher, naja, auch ich, fett wie ein Walross. Spaß, so dick bin ich nicht. Ein bisschen so, ne, weiß schon. 135 Kilo. Drückst du, oder was? Das ist schon einiges. Nicht schlecht. Ich würde, glaube ich, abkacken, Alter, wenn ich jetzt direkt wieder anfange und dann so eine Zahl hebe, Alter. So, geht zum Haupttor. Ohne sie sehen zu lassen. Na toll. Kann ich hier irgendwie aus dem Gebiet ganz raus und außen rum? Ne, da laufen Wachen. Ich gehe einfach hier durch. Ab durch die Mitte. Achso, du hast erst wieder angefangen. Okay. Lange Pause gehabt? Oder meinst du jetzt wegen krank und so? Wo ist die Olle? Ich darf ja auch keinen töten, total bescheuert. Diese Hauptziele, darf ich die rüberreißen? Das ist okay, aber wenn ein paar Ziele hier rum, also ein paar andere Leute hier rumliegen, die tot sind zufälligerweise, das ist nicht okay. Naja, gut. 4 Monate Studios zu... Achso, ja klar. Das habe ich ja auch mitbekommen, natürlich Corona-Studios zu... Scheiße, ich bin am Arsch. Oder auch nicht. Ja, das ist eh das Schlimmste mit, dass die ganzen Geschäfte und Studios und wo man überall gerne hingegangen ist, zu hat. Sowieso abfuck. Ja, waren sie auch immer wieder überall, die Scheißgegner. Ich muss nur noch da rauskommen. Du hast 21 Kilogramm drauf bekommen, du hast so viel zugenommen in der Corona-Zeit jetzt so insgesamt, wo du nicht mehr im Gym warst, oder was? Das ist ja schon ordentlich. Ich bin ja auch so ein kleiner Fettsack, ja, aber so viel habe ich ja noch nicht zugenommen. Das ist schon. Wie viel wiegst du denn, wenn ich fragen darf? Auf was für eine Körpergröße? Das safe trotzdem Maschine. Hast du es geschafft? Wir nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Aber ganz Ozuna wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut, bedeckt mit Fliegen. So, ich werde jetzt an der Stelle aber auch gleich den Stream erstmal ausmachen. Auch Pause machen, essen. Locken und wir die und. Mongolen raus und schicken Level ist mich jetzt gleich beendet. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Oh, noch nicht fertig. Geh noch ein bisschen weiter. Ich werde sie rauslocken. Bei 1,91. Achso, du warst auf 120 bei 1,91. Laufen weg wie feige Hunde. Ja, geht eigentlich voll klar, oder? Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht. Und jetzt hast du alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Kilos Mann, zugelegt. Dem schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den schwarzen Wolf an der Küste bei seinen alten Jagdgründen. Such mich dort auf. Bei der Körpergröße safe gut definiert gewesen, oder? So, jetzt bin ich aber durch mit dem Level. Also, ich werde jetzt erstmal ausmachen. Ich bin morgen auf jeden Fall wieder live. Gegen Mittag. Ab morgen dann wieder über das ganze Wochenende. Und auf jeden Fall dann gute Besserung noch.
Und danke natürlich fürs Raiden, dass so viele Leute da waren. 18 noch da. Wer Bock hat, kann natürlich auch einen Follower reinkloppen. Würde mich freuen. Ansonsten bis morgen, ja? Schönen Tag noch euch allen. Bis dann. Ciao, ciao.